Keller. Vielleicht erstmal das Haus fertig und dann den Garten? Ich weiß es nicht. Können die Hunde eventuell im. Was? Können die Hunde eventuell im Teich baden, wenn du einen hast? Ja, ich denke schon, oder? Okay, Tagesaufgabe: Essen zubereiten. Das können wir ja gerade mal machen hier. Kochen. Macaroni und Käse. Let's go. Unser Abendessen. Schmackhaft. Zack, zack. Einmal was futtern. Und dann machen wir einmal das, was man eigentlich nicht macht. Was? Achso. Wir gehen mit dem Hund nach dem Essen joggen. Macht man jetzt eigentlich nicht. Aber scheiß drauf, wir sind in Sims. Who the hell cares? Wieso hast du dein Haus umgebaut? Ja, wir mussten umbauen. Wir brauchen Platz. Wir brauchten ein bisschen Platz. So, mit ihm gehen wir jetzt natürlich dann auch nochmal schnell. Wir müssen mit ihm ja genau das gleiche machen. So, komm! Und nochmal joggen. So, wunderbar, schön. Prima. Fein, fein, fein. So, jetzt gehen wir auf den Pott. Dann gehen wir mal fett duschen. Erfrischende Dusche, was ist das? Energie verleihen. Kokett fühlen. Ja, machen wir es mal so. Passt schon. Was hat der Hund jetzt gegen das Klo gehabt? Was bedeutet eigentlich diese grüne Leiste da? Bedeutet das, dass die Hunde glücklich sind? Ah, okay, Freundschaft. Ich dachte, das bedeutet, dass sie glücklich sind. Man sieht gar nicht so richtig, ob die Hunde jetzt glücklich sind oder nicht. Ne? Das kann man gar nicht erkennen, oder was? So, dann gehen wir pennen. Komisch. Glücklich ist, wenn der Hund bei Hintergrund beim Hund auf grün springt. Ach so. Okay. Ja. Ja, ist er leider nicht, aber. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach, die Hunde glücklich zu bekommen, ne? Wenn du, glaube ich, nebenbei arbeitest. Was kann man denn machen mit den Hunden, damit die glücklich sind? Also, was kann man mit denen so machen? Dass es relativ schnell nach oben geht. Unten ist weiß, also alles gut. Ah, okay. Ja, easy. Die sind glücklich, Tobi, mehr wird es nicht. Achso, ich dachte, die werden grün dann unten noch. Weil gerade noch jemand meinte, die werden dann grün. Aber dann passt das ja so. So, wir haben gegessen. Wir können nochmal aufs Klo gehen vielleicht. Okay. Ja, easy. Dann passt es ja. Wenn die nur grün werden können, dann ist ja gut. Wenn die nur weiß sein können, dann passt es ja. Können wir vielleicht mal versuchen, ein Buch zu schreiben? Sag mal. Kann man Bücher auch verkaufen? Mal eine Kurzgeschichte. Kann man die Bücher auch verkaufen? Bringen die auch Kohle? Name des Buches. Was machen wir jetzt nochmal? Ist eine Kurzgeschichte, ne? Komm, das ist doch wieder was für den Chat jetzt. Am Briefkasten gibt es tatsächlich. Ah, okay. 1000 Wege ins Gras zu beißen. Ein Hundebuch. Tobis Erfolge. Okay, pass auf.
Das wird ein Bestseller. Das wird ein Bestseller, ich sag's euch. Das wird das Buch des Jahrhunderts. Tote Hunde lügen nicht. Okay. Oh, kriegen wir ganz gut hin. Können wir am nächsten Tag dann zu Ende schreiben. Achso, muss in einer Stunde zur Arbeit. Ja, passt. Easy. So, dann machen wir mal Stopp an dieser Stelle. Gehen nochmal unten die Hundis beglücken. Oder begatten. So, hier machen wir nochmal spielen und dann machen wir nochmal loben. Und hier draußen, was macht er? Er liegt einfach und chillt. Ja, wir brauchen einen Garten, glaube ich. So. Okay, warum hat er sich gerade hingesetzt? Egal. Egal, ich frage einfach nicht. Ich frage einfach nicht. Es muss manchmal keinen Sinn... Was? Tischschmuck wurde nicht geliefert. Siegbert liefert die Speisen für eine große Party eines prominenten Auftraggebers. Alles läuft perfekt, bis Siegbert feststellt, dass der Tischschmuck nicht geliefert wurde. Entweder kann er improvisieren oder darauf verzichten, hoffen, dass man... Ja, wir improvisieren natürlich. Was? Die Gäste hassen den improvisierten Kram und der Gastgeber, er geht es ähnlich. Ja, dann fuck you, Alter, ganz ehrlich. Leck mich doch. Dann erstick doch an deinem Essen. Kacknacken. Frechheit. Absolute Frechheit. Voll häselig. Ja, richtig häselig. Okay, pass auf, wir machen Gourmet-Menü zubereiten. Komm, wir machen einen Gourmet-Obstkuchen. Nein! Lass mich in Ruhe. Sehr gut. Und jetzt hau rein. Iss! Ein Stück nehmen. Let's go. Ah, das ist der Teller, der da immer noch steht. Ist ja fürchterlich. Wir verdienen aber echt gutes Geld mittlerweile, ne? Das ist echt nice. Aufräumen, weglegen. Ich glaube, weglegen ist uns in den Kühlschrank, ne? Ah, nice. Siehst du, der Kuchen hat ihn glücklich gemacht. Ist doch Hammer. So, jetzt können wir noch ein bisschen Fernsehen gucken. Wie wär's mit Kochvideos? Ja, komm. Let's go for some Kochvideos. Why not? Hat er da auch Spaß dran? Ja, hat er. Können wir langsam mal einen größeren TV und eine Spielekonsole kaufen? Ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. The One 76 ist richtig, 86. Dankeschön für 6 Monate. Und Torben, ich danke dir für deinen neuen Sub. Und ich klau dein Eis. Nee, Quatsch, ich klau dein Reis. So rum. Dankeschön für 100 Bits. Und Golden Venom, dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Und André MK7GTI, ich danke dir für 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Liebe geht raus an dieser Stelle. Ist das ein verdammter Pinguin-Fernseher? Ja. Na und? Der Pinguin-Fernseher ist halt toll. Was ist mit dir? So, bis 21 Uhr gucken wir noch Fernsehen. Okay, der Hund hat uns gerade das Fernsehen gucken zunichte gemacht. Aber passt schon. So, machen wir noch kurz spielen. Machen wir das mit dem anderen gleich auch nochmal. Weil der ist nämlich glücklich, der Oscar, aber der andere irgendwie nicht so, ne? Ach, der schläft. Okay, Louis pennt. Louis pennt. Okay. Ich glaube, dann reißt nochmal. Vielen, vielen Dank nochmal für 100 Bits. Danke, danke, danke. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. Und an Honey93, Dankeschön für 2 Monate. PVT Goga zu, Dankeschön für 6 Monate. Und Kohlkopf, Dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Danke, danke, danke. Ja, komm, wir wecken ihn jetzt nochmal. Ich würde gerne mit ihm auch nochmal spielen.
Ja, bitte. Arugaba. Ich weiß nicht, warum reden, aber wir machen es einfach mal. Karenzi, Brüsch, Stimsig, Flix. Ja, du musst pissen. Ich weiß. Wir gehen jetzt hier nochmal auf den Pott und dann, ja. Der ist zu doof zum Spielen. Ja, irgendwie schon, ne? Der kriegt's irgendwie nicht hin. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht hat er da keinen Bock drauf. Vielleicht ist es ein sehr schlauer Hund, verstehst du? So. Und schlafen. Honey Bunny, dankeschön für 4 Monate Prime. Danke. Love goes out to you. Jetzt sind diese Hunde besonders glücklich. Ja, nice. Sehr gut. Und wenn die Tiere glücklich sind, dann ist man doch selbst auch glücklich. Ist doch so. Das Klo stinkt, ja. Kann sein, dass wir es mal sauber machen müssen. Müssen wir vielleicht mal gucken. Besser ist das vielleicht. So, unwohl. Oh, wir haben Hunger. Wir haben tierischen Hunger. Alter, und da draußen pfeift es wieder nur. Tierrezept kochen, Gourmet-Menü, Reste nehmen. Was machen wir denn mal? Frühstück und dann machen wir uns mal lecker Omelette. Das Klo steht. Ja, wie gesagt, wir müssen das mal sauber machen. Das machen wir vielleicht mal noch, nachdem wir gegessen haben. Ja, nice. Lecker Schmecker. Ugh, was ist mit dem Herd passiert? Ist ja ekelhaft. Bah. Wie kann man nur so ekelhaft drauf sein? Okay, mal gucken, ob wir es noch schaffen zu duschen müsste eigentlich, oder? Aber eine schnelle Dusche geht nicht, ne? Boah, das zieht wieder durchs Fenster hier rein, ne? Alter! Es ist saukalt hier, das Fenster ist zu, Mann! Leck mich am Arsch! Boah! So, jetzt kann man nochmal aufs Klo gehen. Alter, wie viel muss der denn aufs Klo? Das gibt's doch gar nicht. PC von der Heizung wegstellen. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass das so tierisch ins Fenster reinzieht, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Jetzt mal ohne Scheiß. Für 300.000 erwarte ich aber ein bisschen mehr tatsächlich. Das ist schon krass. Mädchen. Wann kapierst du's? Ja, bist gut da. Ist der andere Hund jetzt unten auch mal wach jetzt? Der schläft ja nur noch. Was ist mit dem? Musst du vielleicht den Anpressdruck des Fensters nachstellen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Tische putzen. Tische? Was für Tische? Okay, er ist wieder glücklich, aber er hier unten ist nur noch am Pennen jetzt. Ne? Wir machen jetzt mal kurz wach hier, komm. Nochmal den hier und den und den hier noch. Louis muss mal tragen, entweder auf, sein Geschäftsführer oder führe ihn spazieren, damit er lernt, alleine zu gehen. So, geh du mal kacken, wir gehen arbeiten. Tschüss. Ja, bist ein guter. Seit wann müssen wir ihm das dann wieder, seit wann müssen wir ihm das denn beibringen? Das wusste, der kann das doch schon. Verstehe ich nicht. Ich klaue deinen Reis, Alter. Dankeschön für die ganzen Bits. Vielen, vielen Dank. Einmal 300, dann nochmal 200 eben gerade. Ey, vielen, vielen Dank. Danke. Und Mr. Beats oder MBeats91, nicht Mister. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Und El Manut, dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Dementer Hund, ja, könnte gut sein. Wer weiß. Weiß man ja nicht. Wer weiß. Alles ist möglich. Okay, immer wenn er Lohn kriegt, ist er angespannt. Was ist mit dem Typen? Was ist mit dem? Unglaublich.
Okay, Tagesaufgabe Essen zubereiten haben wir nicht geschafft. Warum haben wir denn immer nur 75% bei Tagesaufgabe? Das verstehe ich nicht. Oh, guck mal, Katrina. Oh. Oh, wir können ihr auch eine SMS schicken. Was passiert denn dann? Kommt die dann vorbei? Nee, die kommt nicht vorbei, oder? Weil du nicht genug kochst. Ach so, was sollen wir denn noch kochen? Abendessen servieren. Buntbarsch. Okay, erstmal Hund begrüßen. Verscheuchen. Wer macht denn sowas? Okay, machen wir mal Abendessen. Machen wir so ein Chili. Chili ist auch gut. Was haben wir ihr jetzt für eine SMS geschickt? Weiß keiner so wirklich, ne? Wow, hat's richtig gelesen. Ja, natürlich. Was denn sonst? So, wir haben jetzt Samstag. Wir müssen jetzt noch zweimal arbeiten. Erstmal Dickpick schicken. Ja, ne, wer weiß. Okay, die Hunde wollen nochmal Gassi. Okay, pass auf, dann... Lass mal das mit dem... Müssen wir essen eigentlich heute noch? Geht eigentlich. Okay, pass mal auf. Komm, wir gehen nochmal schnell Gassi. Wir gehen joggen mit den Hunden. Oder kurzer Spaziergang. Na komm, machen wir kurzer Spaziergang. Komm. Let's go. Okay, Louis ist rot, warum auch immer. Hä, der hat doch hier Essen. Was ist mit ihm? Warum geht der nicht essen? Okay. Ich mach mal hier gerade Tier zum Fressen rufen. Louis, du hast doch da dein Essen. Ja, hä? Toll. Okay, was hat er? Was hat er? Energie? Naja, wir müssen jetzt mit dem Hund noch Gassi gehen. Das geht nicht anders. Wir können nicht mit dem einen gehen und mit dem anderen nicht. Das mache ich nicht. So, komm. Hä? Ja, warum gehst du jetzt nicht mit dem Hund Gassi? Junge, mach. Es wird immer später. Wie wär's? Oh, wow, ich liebe Sims. Ich liebe Sims. Okay, er macht wieder gar nichts. Ach komm, leck mich doch, Alter. Oh. Okay, dann müssen wir mit Louis nächsten Tag, am nächsten Tag gehen. Dann futtern wir nochmal gerade zu Ende. Oh, dass das so verbuggt ist, ne? Das nervt. Das ist so nervig, Alter, ohne Scheiß. Restart. Speicher besser. Okay, wir speichern mal. Das ist eine gute Idee. Zu ihr rennt er voll freundlich hin, weißt du? Na, wobei geht. Geht. Okay, wir gehen jetzt mal schnell pennen und morgen früh gehen wir gleich mal mit Louis eine Runde Gassi, dass der wieder grün wird. Ist doch kacke. Scheiße. Okay, ist nicht mehr rot. Alles klar. Ist nicht mehr rot. Alles gut. Louis ist safe. Was? I, der Kühlschrank? Was ist mit dem Kühlschrank? Bah! Sehr ekelhaft. Und hier auch die Schüssel einfach auf den Tisch. Also fast auf den Tisch gestellt. Und der Chili ist auch gammelig. Bah! Was für eine Verschwendung von Essen. Wir schmeißen einfach alles weg. Ich spiele momentan öfter Sims 3, weil mir trotz der schlechteren Grafik einfach besser taugt. Gerade auch wegen der Bugs. Ja, das wird auch bei uns darauf hinauslaufen wahrscheinlich. Das wird bei uns genau das gleiche werden wahrscheinlich. So, wir schnappen uns jetzt direkt den Hund.
Okay, Louis schläft gar nicht, aber okay. Ey, ich glaube, dann Reis. Dankeschön nochmal für 400 Bits, ne? Vielen, vielen Dank. Was ist mit dir? Was ist los mit dir? Krasser Scheiß. Danke, danke, danke. Liebe geht raus. Und Dankeschön nochmal für 100 Bits. Was ist mit dem Jungen? Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Aber denk dran, ich kann die nicht refunden, ne? Wenn da irgendwas ist, So, was ist los? So, und dann gehen wir direkt mal Gassi mit ihm. Hier, machen wir mal einen mittleren Spaziergang. Louis muss mal. So. Und warum? Okay, wenn er den Hund an der Leine hat, geht er nicht. Warum? Check ich nicht. Was ist doch jetzt zum Kotzen, Alter? Was ist das? Mit Shift mal Linksklick auf den Sim und Hund und dann debuggen. Geht nicht. Ich starte einfach neu. Passt schon. Wir sind es ja mittlerweile gewohnt, wir kennen es ja. Das geht nur, wenn Cheats an sind. Ja gut, die haben wir nicht an. Ich starte das Spiel einfach neu. Ist schon okay. Es waren halt wieder genau ungefähr 2 Stunden, ne? Und sobald 2 Stunden rum sind, buggt das Game. Verstehe ich nicht. Bei mir ist es nicht buggy, verstehe gar nicht, warum das bei dir so problematisch ist. Ja, gut. Dafür hatte ich in anderen Spielen schon keine Bugs gehabt, wo andere halt Probleme hatten. Das ist halt einfach so. Aber nur weil es bei euch nicht buggt, heißt ja nicht, dass es keine Bugs gibt. Das ist halt leider, ne, das ist, ja. Da steckst du nicht drin. Da steckst du nicht drin. Was für ein Headset hast du da? Die Soundaufnahme ist mega nice. Finde ich nice, dass es dir gefällt. Lieber White Pete, ich danke dir vielmals. Das ist das Beyer Dynamic DT PV797, glaube ich. Die Mods haben da, glaube ich, irgendeinen Befehl für. Beyer Dynamic DT 797 PV. Okay, PV war umgekehrt, aber passt. Passt ja. Hohlkopf. Dankeschön. Sollen wir kurz Pause machen? Wo will er jetzt hin? Okay, leine den Hund wieder ab, bitte. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob es gehen wird, aber wir gucken mal. So. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Es ist echt, das ist doch mega bescheuert, Alter. Ich verstehe das nicht. Sehr gut. Gehen wir mal loben. Oh, der kackt sogar direkt noch. Nice. Jetzt kommt erstmal alles raus, was er sich aufgespart hat, weil es verbuggt war. Nice. Manche meinten, dass es bei dir buggt, weil du zu viel vorspust. Ja, aber sorry, das ist ein Spielfeature. Das kann doch nicht sein. Das kann... nee. Sorry, aber das kann nicht sein. Okay, sie stehen wieder rum. Sie stehen wieder rum und machen nichts.